Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und ich muss mich erstmal bei euch bedanken. Ihr habt nämlich mittlerweile schon relativ viele Zoos eingeschickt. Also ich habe ganz, ganz viel, was ich mir angucken kann. Und ich hoffe, ich schaffe das auch alles zeitlich und so weiter. Aber ich freue mich natürlich trotzdem noch über neue Einsendungen auf jeden Fall. Und in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Also falls ihr einen coolen Zoo habt, der muss auch noch nicht perfekt fertig sein. Und ihr müsst auch nicht so mega kleinlich sein. Also traut euch ruhig, das einzuschicken. Ich bin da ganz entspannt, was das Bewerten angeht. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Dürft ihr gerne machen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und der heutige Zoo, der kommt von jemandem, der hat mir schon häufig, oder ich glaube zweimal mittlerweile, einen Park bei Jurassic World Evolution eingeschickt. Und die waren bis jetzt immer sehr, sehr gut. Deswegen erwarte ich heute sehr, sehr viel. Nämlich vom guten Cody5019. Dankeschön erstmal fürs Einsenden. Und du hast natürlich auch einen Text dazu geschrieben. Nämlich schreibst du: Hallo Dandy. Der Zoo, den ich dir schicke, ist noch nicht zu 100% fertig, aber es ist schon sehr viel. Der Zoo hat mehrere Bereiche mit unterschiedlichen Tieren. Ich habe versucht, jeden Bereich so zu gestalten, dass er zum Thema passt. Das ist der erste Park bzw. Zoo, den ich in Planet Zoo gebaut habe, um das Spiel etwas kennenzulernen, weshalb der Zoo am Anfang noch relativ chaotisch wirkt. Die Bereiche, die im Zoo zu sehen sind: Afrika, Asien, Seestadt, The Forest und Tropika. Ich hoffe, dir gefällt der Zoo. Und wenn du willst, kann ich dir meinen Zoo in ein paar Monaten nochmal schicken, damit du den weiteren Fortschritt angucken kannst. Liebe Grüße, Cody5019. Vielen, vielen Dank, Cody. Ich freue mich schon sehr auf deinen Zoo und du darfst ihn gerne dann nochmal einsenden. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in deinen Zoo. Der Speicherstand heißt übrigens Themenzoo. Also ich gehe davon aus, dass dein Zoo diesen Namen trägt. Also besichtigen wir jetzt den Themenzoo von Cody5019. Und da geht's auch schon los in den Themenzoo vom guten Cody. Und ihr seht schon, hier sind einige Nachrichten am Start. Also hier scheint es einige Probleme zu geben. Aber das ist ja an sich auch gar nicht schlimm. Hier sind auch Tiersachen. Tier ist hungrig. Das werden wir hoffentlich gleich nicht zu Gesicht bekommen, dass da Tiere verhungern oder so. Oh. Hier ist schon wieder ein bisschen Chaos. Aber gut, das bleibt nicht aus, Leute. Wenn hier ein bisschen Chaos ist, das passiert nun mal. Gerade in so einem großen Zoo. Diese ganzen Nachrichten lassen natürlich aber auch darauf vermuten, dass es ein sehr großer Zoo ist. Ich habe es ja schon beim letzten Mal gesagt, falls ihr in diese Ansicht wollt, dass ihr aus Besucherperspektive das Ganze begutachten könnt, dann müsst ihr einmal Ticketcam eingeben oder so einem Mitarbeiter und dann könnt ihr das Ganze machen. Und mit G könnt ihr dann diese Menüs sozusagen ausblenden und könnt euch dann frei wie so ein Besucher durch den Zoo hier begeben. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und das werden wir jetzt genau tun. Wir laufen jetzt erstmal in Besucherperspektive einmal durch den Zoo von Cody und dann schauen wir uns den Ganzen nochmal ein bisschen von oben an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es waren ja 5 Themenbereiche. Die werden wir hoffentlich gleich im Zoo noch erkennen. Dass hier die Leute durch die Kamera laufen, das kann ich leider nicht beeinflussen soweit. Wir können auch wieder nur sprinten oder ganz langsam laufen. Auf jeden Fall eine Abzweigung. Welche nehmen wir denn da? Wir gehen mal erstmal rechts. Wobei das hier eher so nach Mitarbeitergedöns aussieht. Ne? Aber hier ist gar kein Mitarbeiterweg. Aber die Leute gehen ja trotzdem nicht lang. Also scheint alles gut zu funktionieren. Okay, das ist hier echt nur ein Mitarbeiterbereich. Das sind, glaube ich, auch diese vorgefertigten Afrika-Gebäude oder so, ne? Mit dieser Lehmoptik. Ich glaube schon. Wobei, hier hast du dir sogar... Was hast du hier denn gemacht? ETF? Hast du irgendwas ausprobiert oder so? Ach nee, das ist so ein Mechaniker-Ding. Ist das so fertig gewesen oder hast du das gemacht? Das ist sozusagen so ein kleines Ersatzteil, Schrottlager. Coole Idee. Oh, gefällt mir, falls du es selber gemacht hast. Sehr, sehr nice. Hier sind auch ein paar Mitarbeiterfahrzeuge. Hast du cool gemacht. Also ich glaube, das hast du wirklich selber gemacht. Es ist halt immer schwer einzuschätzen, ob es vorgefertigt ist oder ob da, ob das aus dem Workshop und sowas ist. Also falls ich euch mal für irgendwas kritisiere oder lobe, was ihr gar nicht selber gemacht habt, dann, ja, ist alles halb so wild, ne? Sieht aber cool aus, auch mit der Hängematte, hier so eine kleine Feuerstelle und so. Sehr, sehr nice. Aber wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden, weil ich glaube, dein Zoo wird sehr, sehr groß sein. Ich finde es halt immer schlimm aus Besucherperspektive, dass hier die ganzen Leute im Weg sind. Wäre mega nice, wenn der Zoo leer wäre, ne? Wobei, dann kommt auch nicht so ein gutes Feeling rüber. Was ist das denn hier für ein Gebäude? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Quarantänebereich oder so, ne? Bin gar nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall hier alles so ein bisschen im Afrika-Style. Was haben wir denn hier? Können wir schon mal durchlooten. Schon das erste Gehege. Na, man kann es nicht sehen. Wir gehen mal weiter zur Besucherperspektive. Das ist auf jeden Fall alles afrikanisch hier. Aber du meinst ja auch, der Eingangsbereich ist ein bisschen chaotisch. Weil die Mauern und die Felsen sehen jetzt nicht so afrikanisch aus. Ansonsten ist es sehr cool. Ich weiß halt nicht, welchen Bereich wir hier sind.
Okay, hier sind auf jeden Fall Timberwölfe drin. Die finde ich ja cool, ne? Die mag ich. Und dann haben wir auch eine schöne Luke-Area. Die Glasscheibe ist ein bisschen seltsam geformt hier, muss ich sagen. Wäre besser, wenn die direkt so am Weg sich lang schlängelt. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus hier mit dieser Wölbung. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Man kann auf jeden Fall gut die Wölfe beobachten durch das Gehege. Mega nice. Da ist einer. Auch schön Schnee. Hier unten ist so eine kleine Höhle. Da könnt ihr auch rübergehen. Sehr, sehr cool. Aber die Gehege gucken wir uns nachher auch nochmal von der Luftperspektive ein bisschen genauer an. Weil aus der Besucherperspektive sieht man das immer ganz schlecht. Oder hinten spielt er sogar mit so einem Karton. Ist das nicht niedlich? Was mir übrigens direkt auffällt, im Gegensatz zu dem letzten Zoo. Hier haben wir mal einiges bessere FPS. Also im letzten Zoo war das schon sehr extrem. Aber der war auch sehr, sehr groß, muss man sagen. Sind auch Toiletten. Wir gehen jetzt mal hier hoch, Leute. Mich interessiert sehr, was hier oben zu finden ist. Oh, wie schön. Wir haben hier direkt ein Gehege, wo man von runter gucken kann. Das sind süße Pandas. Der rutscht da gerade so runter wie so ein Feuerwehrmann, der zum Einsatz will. Auch Pandas sind so süß, ne? Schönes Gehege auch mit den roten Bäumen. Hier schöne Klettersachen. Jetzt geht da sogar Planschen. Und man kann das auch perfekt von hier oben beobachten. Mega nice aus. Hier so ein schönes Spielzeug. Oh, guck mal. Wir können halt hier wirklich komplett lang gehen. Hier ist so eine richtige Aussichtsplattform, auch mit Bänken, Mülleimern. Sehr, sehr cool. Und jetzt kann man die sogar perfekt beim Essen beobachten. So, sehr gut gemacht hier. Die sind so süß, die Tiere in Planet Zoo, ne? Das Schlimme ist ja, ich habe einfach momentan nicht die Zeit dazu, so viel zu spielen, wie ich es gerne machen würde. Weil ich habe noch nicht mal ansatzweise alle Tiere in Planet Zoo selber freigelassen. Ich habe einfach momentan viel zu wenig Zeit. Ich spiele auch noch viel Red Dead Redemption und so. Aber es ist schon sehr, sehr süß. Also ich muss mal gucken, dass ich mal wieder ein bisschen mehr Planet Zoo jetzt spiele. Aber momentan ist auch Jurassic World Evolution sehr interessant, tatsächlich. Weil da so viel Neues kommt und entsteht. Alles sehr, sehr nice. So, Leute, wir gehen mal in den ersten Bereich hier, nämlich The Forest. Sehr interessanter Bereich. Da ist wahrscheinlich das Timberwolf-Gehege hier. Das erste, was dazu gehört. Da ist auch nochmal ein Afrika-Stand. Oh mein Gott, wie hampelt sie denn darum? Habt ihr gesehen, wie sie die bedient hat? Macht sie das jetzt nochmal? Alter, voller Freude. Yay! Du willst einen Gulpi? Hier, yeah, bitte. Mega motiviert. Okay, gehen wir mal hier hoch. Jetzt sind wir im The Forest-Bereich. Übrigens ein sehr schönes Schild, was du hier gebaut hast. Nice aus, gefällt mir. Die Laterne ist vielleicht hier nicht so gut platziert. Bisschen im Weg so, in der Optik. Aber sieht cool aus, coole Idee. Mit der roten Schrift und dem Gras da dran. Sehr, sehr schöner Eingangsbereich. Hier sind auch nicht mehr so viele Leute, das ist schön. Okay, hier haben wir nochmal oben so einen kleinen Bereich. Was ist das denn hier? Ist das eine Lampe? Eigentlich müsste ich mir euch auch eure Zoos noch bei Nacht angucken, ne? Eigentlich schon. Weil du scheinst auch auf Beleuchtung geachtet zu haben. So, hier können wir nochmal die Wölfe sehr schön von oben sehen. Also das mit der Besuchersicht hast du bis jetzt sehr, sehr gut gelöst, muss ich sagen. Man hat wirklich eine wundervolle Sicht auf deine Tiere. Wenn hier gar keine Leute lang gehen, geht's denn hier noch hin? Ah, hier gibt es ja richtig viel zu entdecken. Ich werde mich 100 pro verlaufen, Leute. Oh, sieht schon cool hier aus, ne? Hier hast du auch so ein bisschen selber Zäune gebaut. Sehr, sehr toll. Und hier kommen wir zum nächsten Gehege. Und auch hier eine wunderschöne Sicht. Und ganz toller Gehegestil mit diesen kaputten Bäumen. Hier haben wir, glaube ich... Sind das Grizzlybären? Ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Bärarten es gibt bei Planet Zoo. Ich glaube, es gibt aber drei oder so. Was spielt der da? Ich glaube, Bambus oder sowas ist das. Ah, da ist jetzt Futter rausgekommen. Wie schön. Boah, Leute, schreibt es mal ehrlich in die Kommentare. Es ist doch wirklich schön hier, die Sicht, ne? Auf die Gehege. Fällt mir sehr gut. Hier außenrum ist natürlich noch nicht so gestaltet, aber das wirst du sicherlich noch machen. Hier ist auch ein Wasserfall, den sieht man leider nicht so gut. Ja, gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut, dein Zoo. So, weiter geht's. Aber in Jurassic World Evolution waren deine Parks ja auch immer sehr schön. Hier hast du das auch schon schön mit der Deko gemacht. Also du scheinst hier wirklich schon sehr gut vorangekommen zu sein. Ich habe echt Angst, mich zu verlaufen. Aber wir gehen mal hier durch diese Höhle durch, die auch sehr schön aussieht. Richtig nice. Hier scheint auch das Wasserfall oder der Wasserfall zu sein und das Wasser rüber zu laufen. Das ist ja so geil, ne? Moin! Hat uns sogar gegrüßt. Nett. Schade, man kriegt hier leider nicht nochmal Sicht auf den Wasserfall. Hätte ich mir gewünscht. Hier sind auch so ein paar Gebäude. Die kannst du auch nochmal ganz einbauen und verstecken. Das ist natürlich nicht so schön, wenn hier die Gäste langlaufen und dann hier so die Sicht auf diese Gebäude haben. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir verlassen schon wieder The Forest. Kann das sein? Ja, hier ist nochmal The Forest, der Eingang. Ich würde sagen, gehen wir nochmal zurück.
dass wir erstmal diesen Bereich soweit abhaken. Wir sind ja sehr schnell unterwegs zu Fuß. Guck mal, er grüßt schon wieder. Wen grüßt er denn? Geiler Typ. Sehr, sehr geiler Typ. So, dann gehen wir mal hier oben lang. Hier waren wir nämlich noch nicht. Bin sehr gespannt, was wir hier noch finden. Also wir hatten schon Wölfe und wir hatten Grizzlybären, glaube ich. Hier haben wir das nächste Gehege. Oh mein Gott, das ist ja interessant. Oh, da sind nochmal Bären. Jetzt die Frage, was sind das für Bären? Könnt ihr ja sogar nachgucken, ne? Das sind Grizzlybären. Was waren denn dann die anderen Bären? Eigentlich würde ich jetzt gerne nochmal zurückgehen. Wenn ich ehrlich bin. Ach Leute, schreibt es einfach in die Kommentare. Ist zu faul. Ich kann es ja sogar nachgucken. Also hier sind Grizzlies drin. Ein sehr schönes Gehege. Wasser so ein bisschen. Hier kann man natürlich noch ein bisschen mit Klippen und so arbeiten, aber das ist alles nicht ganz so wild. Hier geht es auch sehr, sehr steil hoch. Kann der hier hoch, der Bär? Nee, ich glaube nicht, ne? Hättest du dir aber, glaube ich, sogar die Barriere hier sparen können. Also jetzt ja auch komplett so eine natürliche Barriere mit Klippen bauen können. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen cooler gewesen. Aber ist ja dein erster Zoo. Das Schild sieht man gar nicht. Die ganzen Leute stehen davor. Das hast du so schräg hier ran platziert. Auch nicht schlecht. Aber glaube ich auch nur ein Grizzlybär, wenn mich nicht alles täuscht. Der jetzt gerade baden gegangen ist. Ja, aber auch sehr schön. Kann man auch sehr gut beobachten von hier oben. Es wird schon wieder ein sehr, sehr langer Zoobesuch. Ich merke das schon. Auch sehr schön gestaltet hier. Und hier geht's wieder raus, oder? Kann das sein? Ist auch ein sehr schöner Eingang hier. Boah, guck mal hier, die Details. Hast du sogar noch so Bretter vorgemacht. Also hier hast du dir echt viel Mühe gegeben. Und auch Beleuchtung und alles. Hier oben die Klippen. Da steckt viel Arbeit hinter, das merkt man. Und hier hast du sogar einen anderen Eingang gebaut. Oh, ist das schön. Sehr gut gemacht. Also wir haben jetzt den Forest-Bereich auf jeden Fall abgehakt. Und jetzt ist die Frage, Rundgang. Das ist wahrscheinlich der Forest, ne? Jetzt ist die Frage, Leute, ich will mich nicht verlaufen. Seid mir nicht böse, wir gehen nochmal kurz zurück. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, was für eine andere Bärenart das da war oder ob das auch Grizzlies waren. Kennt euch nämlich immer besser aus. So, ich weiß, das ist alles ein bisschen verwirrend, aber ich versuche das so gut wie möglich hier hinzubekommen. Wir gehen mal, da oben waren wir schon, wir gehen jetzt mal hier durch die... Alter, sind das Menschenmassen. Oh mein Gott. Gehen mal hier so ein bisschen Offroad zum nächsten Gehege. Hier ist so ein richtig schönes Wasserbecken gebaut, hast du hier. Ach, wie nice. Ich glaube, wir sind hier wirklich im Afrika-Bereich. Der ganze Eingangsbereich war ja schon so ein bisschen im Afrika-Stil. Und hier sind Löwen zu sehen. Und hier sind auch afrikanische Löwen. Oder westafrikanische Löwen. Da sind sie. Da hinten. Kann man auch sehr schön sehen. Cooles Gehege mit sehr viel Wasser. Ja, nicht schlecht. Ich weiß aber gar nicht, ob so eine Glaswand so sicher ist bei Löwen. Weil das Wasser, das schützt hier nicht wirklich. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Kann ich die mal anklicken hier? Liebes Spiel. Ah, nein! Ich hab's kaputt gemacht. Können wir mal ganz kurz das Gehege von oben sehen. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Afrikanische Löwen haben wir hier. Drei Stück drin. Das ist das Gehege von oben. Sollen wir mal eben einmal einen Sneak Peek auf den Bereich machen, den wir gerade gesehen haben. So, das hier ist das Wolfgehege. Und das hier ist das Grizzlybärengehege. Auch sehr, sehr schön, ne? Ich finde, von hier oben sieht man das sogar nochmal so ein bisschen besser. Sieht schon nice aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Und hier hinten ist das andere Bärengehege. Jetzt können wir mal eben gucken, auch wenn ihr schon in die Kommentare geschrieben habt. Isabel-Bärgehege, okay. Der scheint sehr auf Schnee zu stehen. Hier sehen wir jetzt auch nochmal den Wasserfall. Auch sehr schön. Sehr hoher Wasserfall. Hier geht sogar hier oben vom Wasser über. Sieht nice aus. Läuft hier so raus das Wasser. Dann hier runter, kommt hier ab und zu auf. Hast du sehr schön gestaltet. Auch nicht zu viel plätschern, auch nicht zu wenig. Mit ein paar Kanten, wo das Wasser aufkommt. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt habe ich es natürlich hier versaut. Haben wir hier gerade einen Mitarbeiter. Das sieht schlecht aus. Das heißt, wir dürfen nochmal einen neuen einstellen. Dein Zoo hat ja nicht schon wahrscheinlich genug Mitarbeiter. So, das ganze Ticket-Cam. Und dann geht die Besichtigung weiter. Bin ich vorhin leider verdrückt. So, das Gehege haben wir gesehen. Auf der anderen Seite gegenüber. Ach, hier ist das Panda-Gehege. Okay, das hatten wir auch schon gesehen. Aber das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das passt ja irgendwie nicht so... Boah, guck mal. Passt ja irgendwie nicht so ganz in den Themenbereich. Kann ja sogar ins Gehege gehen. Das ist sehr praktisch. Ist ja nicht niedlich. Wenn die nicht so gefährlich wären, würde ich mir den direkt als Haustier holen. Richtig süß, Panda-Bären. So, definitiv. Ich glaube, das sind somit die süßesten Tiere, die ich kenne. Guckt sie euch an.
Wie er auch grinst. Der hat die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen. Das ist so niedlich. Dass die dann auch noch klettern und so. Das ist so toll. Gibt's aber auch coole Sachen. Die habe ich so noch gar nicht gesehen. Auch so ein Spielzeug hier, ne? Mit Reifen. Kenne ich so gar nicht. Nice. So. Ah, okay. Du hast die Scheiben auch verdunkelt, wie man sieht. Also der Panda fühlt sich ja keineswegs belästigt von den Gästen. Kriegt das gar nicht mit. Wird bei den Löwen wahrscheinlich auch der Fall sein. Wir können auch hier mal reingehen. Ja, hier ist er auch verdunkelt. Dann ist das mit den Scheiben wahrscheinlich auch sicher. So, hier schläft gerade einer. Ist echt cool, dass man hier reingehen kann. Ein Weibchen. Und hier ist dann nochmal so eine kleine Treppe. Ich weiß gar nicht, ob das nicht viel zu viel Wasser ist für die Löwen. Wobei sie scheinen ja gerne zu schwimmen, so wie es aussieht. Weiter geht die Tour. Okay, jetzt kommen wir erst in den Afrika-Bereich. Okay. Das heißt, das davor war einfach so ein bisschen random wahrscheinlich, ne? Du meinst ja auch, dass es chaotisch ist. Gehen wir mal als erstes nach rechts. Hier geht's nach oben. Und hier hat man dann nochmal eine wunderschöne Sicht auf dieses Löwengehege, wo wir gerade drin waren. Da hinten sieht man den Eingangsbereich von The Forest, wo wir vorhin waren. Also, wir haben uns noch nicht verlaufen. Noch habe ich den Überblick. So. Wäre halt auch geil, wenn wir das in Zukunft so machen, dass ihr vielleicht so Wegweiser oder Schilder für mich macht, wie ich den Zoo durchlaufen soll. Das wäre, glaube ich, echt eine gute Idee, ne? Man kann ja so Wegweiser machen. Dann könnt ihr mir sozusagen so eine richtige Tour machen, so einen Rundgang, wo ich genau langlaufen soll. Weil, ihr seht ja, hier sind so viele Plätze und Wege. Das ist schon ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Okay, jetzt bin ich hier bei dem Eingang von The Forest. Hier ist nochmal so ein kleiner Forest-Bereich. Den habe ich vorhin gar nicht angeguckt hier, ne? Hier sind auch Läden in so ein bisschen anderen Stil, wie ihr seht. Die sind auch selber gebaut. Aber relativ simpel, ne? Ist halt einfach so ein Kastenladen. Hier ist auch noch Männlein, Weiblein, zwei Toiletten. Ich bin immer großer Fan davon, diese Toilettendinger wirklich hinter Gebäude, also in Gebäuden richtig zu verstecken, weil ich die nicht so schön finde hier. Sieht dann manchmal ein bisschen komisch aus, wie die Leute dann durch die Türen laufen. Aber finde ich immer noch besser, als wenn dann man das Gebäude sieht. So, ich verlaufe mich aber jetzt hier schon wieder. Hier geht es halt schon wieder in den nächsten Bereich, glaube ich. Ich will eigentlich jetzt hier erstmal den Afrika-Bereich checken. Oh Gott, ist das alles verwirrend. Okay, es geht hier nach oben noch. Hier ist auch wieder Gras. Aber das sieht man immer erst aus Besucherperspektive. Und auch die schönen... Die sehen auch nice aus, die afrikanischen Sitzgelegenheiten hier. Und oh mein Gott, hier ist so ein richtig schönes, großes Afrika-Gehege. Mit Zebras, wie es aussieht. Schönen Giraffen. Wo guckt ihr hin? Wenn da so ein schönes Gehege ist, gucke ich auch mal hier rüber. Kein Problem. Aber ihr seht schon, da sind die Giraffen. Die fressen doch gerade. Giraffen sind auch coole Tiere. Ich habe schon mal eine gestreichelt, als ich im Serengeti Park war. Mit dem Auto. Da kamen die mit dem Kopf runter in die Scheibe und dann habe ich sie gestreichelt. Und eine Karotte gegeben. Das war sehr, sehr niedlich. Aber die sind riesig, die Dinger. Und habt ihr das schon mal gesehen, wenn diese Giraffen gegeneinander kämpfen mit den Hälsen, so wenn die so gegeneinander hauen? Das sieht so brutal aus, ne? Schönes Gehege auf jeden Fall. Mit Zebras, ein paar Giraffen. Nicht schlecht. Hier auch so ein schöner Unterstand. Ich frage mich, ob die Giraffen hier reinpassen. Könnte knapp werden, ne? Wenn ihr mal guckt, hier ist der Kopf. Würde mich ehrlich gesagt mal interessieren. Vielleicht können wir das ja gleich mal checken. Das geht. Guck mal, wie süß sie Spagat machen muss. So halb, damit sie trinken kann. Sehr nice. So, wir gehen wieder weiter. Also wir haben schon Löwen gesehen, wir haben Giraffen gesehen. Hier hinten war ich, glaube ich, schon. Ich werde sowieso irgendwas übersehen, Leute. Seid mir bitte da nicht böse. Gut, hier sind wir auch gerade. Ich glaube, wir biegen jetzt erstmal hier ab, Leute. Hier sehen wir dann nochmal die Giraffes und Zebras. Die kann man hier nochmal komplett durch die Scheibe beobachten. Auch hier hast du wieder alles verdunkelt. Sehr, sehr schön. Also die Sicht auf die Tiere ist wirklich wundervoll. Schaut euch das mal an. Auch ein wundervolles Tier, ne? Es gibt auch einen guten Grund, glaube ich, warum Zebras diese Färbung haben und dieses Muster. Ich habe mal irgendwie gelesen, dass das Feinde verwirrt oder sowas. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Das ist hat auf jeden Fall irgendwas damit zu tun, dass sie die Feinde verwirren oder so. So habe ich das mal gelesen. Ganz, ganz hübsche Tiere. Da kommt schon die Giraffe. Auch niedlich. Ich könnte mich den ganzen Tag mit solchen Zoos von euch beschäftigen, bin ich ganz ehrlich. So cool. Ja, hier bist du auch wahrscheinlich noch nicht zur Deko gekommen. Ist noch sehr, sehr kahl hier. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Also, was haben wir denn hier? Hier haben wir Katas. Oh, die sind auch toll. Habe ich ja schon mal euch ein Foto gezeigt. Hatte ich auch schon auf der Schulter, in meinen Haaren.
Aber hier sind keine Katas. Doch, da. Da schläft einer. Wo sind die anderen? Da sind sie. Hallo Katas. Wie geht's? Wie steht's? So, könntest du es noch ein bisschen mehr Büsche und sowas vertragen, das Gehege? Ansonsten ist das schon ganz in Ordnung. Aber fehlt mir so ein bisschen. So ein paar Büsche, ein paar Farben oder so. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Wir können auch einmal rangehen an die Katas. Oh, wie süß die trinken. Guckt euch das mal an, wie süß die trinken. Oh. Die haben auch so plüschige Schwänze hinten. Das ist so niedlich. Ich finde das einfach insane, dass diese Schwänze einfach länger sind als das Tier an sich. Und ich frage mich ja auch, warum Katas zum Beispiel, die haben ja auch so eine Färbung wie jetzt die Zebras. So ein bisschen von, also schwarz-weiß gestreift. Ich frage mich ja, warum Tiere das haben. Das ist echt interessant. So, hier geht's weiter. Hier geht's. Oh, ein Indoor-Gehege hast du hier gebaut. Nicht schlecht. Das hast du auf jeden Fall auch selber gebaut, glaube ich. Ist, ja, du könntest hier vielleicht noch so ein bisschen mehr Kanten und sowas einbauen, so wie hier, dass du das Gebäude so ein bisschen mehr Tiefe hat. Weil es sieht schon sehr kastenförmig aus, so ein bisschen viereckmäßig. Ja, so ein paar kleine Details helfen da immer ganz gut. Genau wie das Dach. Also beim Dach kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr Stützen oder sowas dahin machen. Oder Pfeiler. Sieht das Ganze auch noch ein bisschen schöner aus. Was haben wir denn hier? Oh Gott, bei Affen kenne ich mich ja nicht gut aus, ne? Was sind das für Affen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein cooles Indoor-Gehege. Hier auch ein bisschen mit Klippen arbeiten würde ich noch machen. Aber ansonsten ist die Idee schon sehr, sehr cool. Ist natürlich schwer umzusetzen, das ist viel Arbeit. Hier geht es dann auch rein. Wir gehen mal rein ins Gehege. Einfach mal schauen. Können auch nur da langlaufen, wo man wirklich langlaufen könnte. Also quasi wie die Tiere. So, schauen wir doch mal. Was könnten das denn sein? Die sehen schon sehr menschenähnlich, muss ich sagen, ne? Das ist vielleicht irgendwie... Das Gorillas? Nee, ich weiß nicht. Die Gorillas sind, glaube ich, nur Männchen sehr kräftig, ne? Das sind tatsächlich Gorillas, okay. Da ist nämlich ein Männchen. Ein Silberrücken nennt man die, glaube ich. Ich dachte gerade schon, die sehen so ein bisschen aus wie Gorillas. Guckt euch den Klopper mal an. Ich will gar nicht wissen, was... Okay, er klettert sogar. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man auf so einen in der Wildnis trifft. Der wiegt ja bestimmt ordentlich, ne? Alter Schwede, der Muskel. Guckt euch das Monster an. Ich glaube, die heißen irgendwie westlicher Gorilla oder so, ne? Können wir eben gucken. Westlicher Flachland-Gorilla, genau. Okay. Sehr schön. Tolles Tier. Auch hier, es sind so Feinheiten, ne? Die sieht man auch meistens erst aus Besucherperspektive. Merkt man beim Bauen gar nicht. Aber wenn du ein paar Monaten das nochmal einschickst, kannst du das ja alles noch ein bisschen überarbeiten. Wenn du es so perfekt haben willst, ne? Man muss ja nicht so perfektionistisch sein. Das Wichtigste ist, Leute, dass ihr das Spiel genießt. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Man will ja auch ein bisschen vorankommen. Ich merke das auch bei mir selber. Ich bin teilweise einfach zu perfektionistisch. Und dann komme ich gar nicht voran und kriege gar keine Tiere zu Gesicht. Oh, guck mal, wie süße Knopfaugen der hat. Ach, niedlich. Tolle Affen. Würde ich ja gerne mal sehen, wie die hier hochklettern. Alles sehr interessant. So, glaube ich, auch selber gebaut, ne? Ja, sieht cool aus. Wir gehen wieder zurück. Hier wieder schön am Rand entlang. Und zack. Ja, es wird wieder eine sehr lange Tour. Ich hoffe, sie macht euch Spaß. Also mir macht das richtig Spaß. Da hast du ja schon echt viel Mühe gegeben, ne? Wo sind wir denn hier? Sind wir immer noch in Afrika? Ich glaube schon. Auch Dekos, hier nochmal Autos. Hier hinten nochmal Gebäude, dann so Elefantenstatuen. Ja, du hast das schon schön gestaltet hier, ne? Dann hier mit dem Schilf so ein bisschen abgeschirmt. Hier so ein paar Läden gemacht. Auch alles im gleichen Stil gemacht. Sehr nice aus. Oh, hier ist sogar Feuer drin. Gefährlich. Und auch hier wieder Toiletten und Gebäude. Das sieht ähnlich aus wie vorhin da hinten, ne? Aber nur ähnlich. Hier hast du es ein bisschen mit der Decke und so anders gemacht. Sehr toll. So, was haben wir denn hier? Das sind... Sind das die Hunde? Ich glaube, das sind die Hunde, ne? Ja, das sind die süßen Hündchen. Die sind auch süß, ne? Auch eine ganz tolle Farbe. Wie heißen die nochmal genau? Afrikanischer Wildhund einfach nur. Ja, okay, ködel einfach erstmal dahin. Ist kein Problem. Ich wollte dich gerade loben, dass du süß bist. WTF. Ich glaube, du hast das Spielzeug kaputt gemacht, Kleiner. Was ist da los? Oh, der jagt mich.
Okay, er jagt doch nur einen Fake-Zebra. Nicht schlecht. Ja, ein bisschen kahl hier auch eingerichtet, das Gehege, ne? Aber ist auch nicht weiter schlimm. Bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Das wirst du wahrscheinlich alles noch ein bisschen besser gestalten. Aber auch sehr tolles Tier. Auch ein sehr großes Gehege. Also dem hast du auf jeden Fall genug Freiraum gegönnt, den Tieren. Hier ist auch nochmal so ein schöner Infostand. Und hier hinten geht es, glaube ich, schon in den Asienbereich. Ich hoffe echt, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Hier geht es auf jeden Fall nochmal hoch. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht auf der Straße. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Ey, frech. Okay, Leute, wir gehen mal aus der Perspektive einmal raus. Wir schauen uns das jetzt nochmal von oben an, was wir gerade begutachtet hatten. Also, hier war ja das Löwengehege, das hatten wir ja gerade schon gesehen. Dann haben wir hier einmal die Giraffen und die Zebras. Hier wollte ich auch einmal gucken. Warte mal. Klicken die jetzt an. Und jetzt gucken wir nach, ob das wirklich begehbar ist. Passierbarer Bereich. Nee, habe ich mir schon gedacht. Aber du hast hinten noch einen Rückzugsort gemacht. Also für die Giraffen reicht das leider nicht aus. Habe ich gar nicht gesehen, ne? Ach, okay. Du hast das auch abgeschirmt von den Besuchern. Deswegen habe ich den nicht gesehen. Hast einen sehr schönen Bereich gemacht, dass sich die Tiere hier wirklich in Sicherheit zurückziehen können, ohne dass sie belästigt werden. So, was haben wir hier noch? Okay, da kommen wir gleich noch lang, glaube ich. Hier sind noch voll viele Tiere, die ich übersehen habe. Glaube ich. Oh mein Gott, Leute. Ich muss, glaube ich, echt von oben ein bisschen gucken. Also es war schön und gut aus der Besucherperspektive, aber ich habe einiges übersehen. Hier sind die Wildhunde. Oh, von oben hast du das richtig schön mit Gras und so getarnt. Nicht schlecht. Aber wie gesagt, den Gebäude kannst du noch ein bisschen Tiefe geben. Das sind die Gorillas. Hier hinten warst du wahrscheinlich auch noch nicht fertig mit der Deko. Allgemein so ein bisschen mehr Grünzeug und so in den Gehegen kann nicht schaden. Genau wie hier Büsche und so. Bäume hast du zwar gemacht, aber so ein paar Büsche und sowas. Ja, was ist denn los mit diesem Ding? Hier sind die Wildhunde und die Elefanten habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das liegt aber daran, weil ich hier nicht hochgehen kann. Das wäre nämlich von hier aus. Oh. Wir freuen den mal. Die Zeit nehmen wir uns. Ich meine, so eine Besichtigung von dem zu dauert sowieso. Da will ich mir jetzt auch gar keinen Zeitdruck machen. So. Man muss ja auch würdigen, ne, was ihr da in Arbeit reingesteckt habt. Definitiv. So, hier sind auf jeden Fall wunderschöne afrikanische Elephants. Sind ja auch super süß, ne? Tolle Tiere. Die Sicht zu diesem Gehege ist vielleicht ein bisschen mager, ne? Mit so einem kleinen Aufgang hier. Und dann sieht man die Rückseite von dem Dingsgebäude. Vielleicht hier noch ein bisschen Glas einbauen. Oder hier hinten noch so ein Unterstand. Wäre nicht schlecht. Aber ansonsten ist auch schon nicht schlecht, das Gehege. Fällt mir. Vielleicht kannst du hier noch ein bisschen mehr mit den Tools arbeiten. Also mit diesen Painting-Tools, dass du hier so ein bisschen Sand oder so noch reinmachst. Das würde vielleicht noch ein bisschen anders dann aussehen. Der Unterschlumpf hier scheint auch zu funktionieren. Du könntest auch, das wäre jetzt so meine Idee. Guck mal, das wäre mega perfekt. Wenn du hier diese Wand mit Glas machen würdest, dann hättest du einfach so ein Unterstandding, wo du reinschauen kannst. Ich kann es mal kurz einmal machen. Eigentlich will ich das ja nicht so modifizieren. Aber das bietet sich an dieser Stelle wirklich an. Und das wäre auch eine einfache Sache eigentlich. Also kann man schnell und easy machen. Hier machst du hier zum Beispiel Glas rein. Und dann hättest du hier einen wunderschönen Blick nochmal auf die Elefanten. Wenn du dann hier noch so ein bisschen Schlafzeug reinmachst, dann kann man die beim Schlafen beobachten. Muss natürlich auch hier das Glas nehmen, dass man nicht durchgucken kann. Mach jetzt aber rückgängig, keine Sorge. Ist nur so eine Idee von mir. Vielleicht kannst du es ja oder möchtest du es ja umsetzen. Auf jeden Fall cool. So, dann gehen wir mal hier hoch nochmal. Hier sehen wir das nächste. Wir können eigentlich hier schon wieder in Besucherperspektive gehen, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon unterwegs sind. Aber wie gesagt, kein Stress. Tegetcam. Zack. Und schon sind wir wieder in unserer tollen Besucherperspektive. Hier haben wir nämlich nochmal einen Aufgang. Das ist natürlich auch nicht so schön. Vielleicht ein bisschen verstecken noch. Aber hier haben wir, das gehört wahrscheinlich noch. Gehört das noch zum Forest-Bereich? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Das sind auf jeden Fall Bisons. Da hinten kann ich gar nicht erkennen. Ah, das sind Schildkröten. Ach, wie schön. Werden wir aber gleich nochmal ein bisschen besser zu Besuch, Gesicht bekommen, denke ich. Hier ist auch nochmal so ein Ding, wo man hochgehen kann. Hier steht nochmal ein Elefantenschild. Oder war das... Ach, das... Ah, okay. Sorry. Ich nehme das von vorhin zurück. Ich habe nur deinen Zoo nicht gecheckt. Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen mager hier. Aber man hat von hier nochmal eine wundervolle Sicht auf die Elefanten. Das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Okay, man hat wirklich eine gute Sicht auf das Gehege. Nehme ich komplett zurück. Aber ich finde die Idee mit diesem Unterstandding, glaube ich, echt nicht schlecht.
Wäre, glaube ich, ziemlich cool. So, wir gehen jetzt nochmal hier rein. Hier sind wir vorhin rausgekommen. Hier waren wir auch schon geguckt. Hier geht's nach rechts. Wir gehen erstmal nach rechts. Rechts ist immer einfacher. Schöne Mitarbeitergebäude hast du hier auch gebaut. Auch mit diesen natürlichen Wegen finde ich sehr, sehr nice. Toller Stil. So, das habe ich gerade schon gesagt. Hier geht's auch nochmal. Auch mit den Blumen hier sieht auch nice aus. Toll gemacht. Geht's zu einem Gehege tatsächlich. Wo geht's hier hin? Wir sind auch nochmal. Das finde ich cool, den Stil hier mit diesen natürlichen Wegen. Das sieht schön aus. Hast du auch schön mit dem Untergrundtool gearbeitet, dass das cool aussieht. Was haben wir denn hier? Oh. Hier sind wir vorhin auch rausgekommen, glaube ich, ne? Ich glaube, hier haben wir Halt gemacht. Da ist auch schon der nächste Themenbereich. Seestadt. Coole Sache. Also man verläuft sich wirklich in den Zoo. Ich glaube, diese Idee mit dem Wegweiser ist echt nice. Hier haben wir auf jeden Fall noch so ein paar Vivarien. Was ich schade finde bei Vivarien, dass das immer nur so kleine Vierecke sind, dass man die nicht größer bauen kann. Und wir schauen mal. Hier sind leider keine Schilder, welche Tiere das sind. Ist auf jeden Fall ein Tausendfüßler drin. Sehr cool. Zeigt sich auch direkt. Das ist nice. Weil normalerweise muss man ja immer echt suchen. Die Frau, was ist hier drin? Da! Oh mein Gott. Bist du? Guck mal. Eine gelbe Anaconda. Gefährliches Tier. Obwohl, Anacondas sind, glaube ich, nicht giftig, ne? Bin ich nicht alles täuscht? Haben wir hier, das ist... Was heißt er denn? Brasilianischer Riesenläufer heißt. Okay. So, gehen wir mal weiter. Aber das ist wirklich so optisch so gemacht, dass es aussieht wie ein größeres Vivarium. Ist nur doof, dass man das nicht abrunden kann und sowas. Ist immer ein bisschen nervig. So, was haben wir denn hier? Hm. Ja, die Tiere hier zu finden, ist wirklich immer schwierig. Wer ihn zuerst sieht, schreibt es in die Kommentare. Ich cheat jetzt ein bisschen. Guck mal eben hier nach Tieren. Hä? Sieht man die nicht? In dieser Sicht. Hier ist auf jeden Fall eine Spinne drin. Müsste ich die jetzt nicht markiert kriegen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Hier ist auf jeden Fall eine brasilianische Wanderspinne drin. Ihr seht sie ja hier oben rechts. Kriege ich leider jetzt gerade nicht zu Gesicht, weil ich zu doof bin. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Das sind australische Grobschabe. Gibt es echt interessante Tiere, ne? Habe ich noch nie was von gehört. Und zu guter Letzt haben wir hier noch, stehen noch die Leute vor. Ja, das sind, glaube ich, Feilgefrösche. Ja, schrecklicher Feilgefrosch. Die Viecher sind ja saugefährlich, ne? Haben den Namen, weil, glaube ich, die Ureinwohner, ja, Giftpfeile mit den Fröschen hergestellt haben. So, wir gehen mal weiter in Seestadt, würde ich sagen. Das nächste Themengebiet, auch sehr schöner Eingang. Finde ich cool, dass du das so ein Thema gemacht hast. Richtig nice. Von dem allen anderen Stil. Oh mein Gott, okay. Das ist ein sehr schöner Stil hier mit den Stützen, den Holzdingern und hier und sowas. Also hier sieht man, hier warst du schon ein bisschen erfahrener wahrscheinlich im Spiel. Das sieht auch alles sehr cool aus, ne? Cool gestaltet, auch mit den Booten hier. Und alles auch so Stegen. Auch hier die Gebäude sehen sehr nice aus mit den Stützen hier. Gefällt mir sehr gut. Auch hier dieses kleine Vordach. Das hast du toll gemacht. Ganz, ganz toller Gebäudestil. Gefällt mir wirklich richtig gut. Wie gesagt, das bei den Toiletten würde ich nochmal so ein bisschen zubauen immer. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Weil ich das immer ein bisschen störend empfinde. Das finde ich auch cool hier, auch wenn das so ein bisschen afrikanisch ist. Vielleicht könnte man irgendwie andere Säulen oder so da nehmen, weil die gar nicht so unpassend sind. Ah, hier geht es sogar rum. Oh mein Gott, hier sind ja richtig Details. Hier dieses Flackern, das habe ich ja schon mal gezeigt. Ich kann es auch noch einmal zeigen. Wenn ihr sowas habt. Oh, nee. Ne, wir lassen es lieber. Wir machen hier nur was kaputt. Wenn ihr sowas habt, dann, das entsteht halt, wenn man zwei Objekte ineinander platziert. Dann müsst ihr einfach eins von den beiden Objekten einmal anheben und wieder hochmachen. Dann flackert das nicht mehr. Weil, finde ich persönlich immer ein bisschen störend. Aber hier sieht man einfach, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Wie detailreich. Hier sollte man auch mal wieder das Wasser rausschöpfen aus dem Boot. Ein bisschen was reingelaufen. Das sieht sehr cool aus hier. So, Geldautomaten, Geldautomaten. Ist auch immer schwer, ein Zoo zu bauen, der gut aussieht und dann noch funktioniert. Hast du auch wieder dieses Gebäude genommen. Das gefällt mir sehr gut. Nice aus. Hier flackert es auch leider wieder ein bisschen. Aber der Stil ist wirklich toll von dieser Seestadt. Und ich glaube, hier ist auch noch einiges geplant. Sieht zumindest so aus. So, ich hoffe, ich verlaufe mich hier nicht.
Guckst du mal ein bisschen durch. Hier ist sogar das erste Tier. Ein Vivarientier. Und welches ist es? Das ist jetzt die Frage. Ein Riesenbockkäfer. Da ist er. Der Dude. Da seht ihr ihn. Versteckt sich leider. Käfer finde ich tatsächlich persönlich auch nicht so interessant, muss ich sagen. Aber du hast auch immer hier schön die 3D-Wände benutzt. Die fand mir sehr gut. Was haben wir denn da? Ich glaube, das ist eine Klapperschlange, oder? Wir gehen mal auf die andere Seite. Ist das eine Klapperschlange? Jo, das sieht fast so aus wie die Texas-Klapperschlange. Oh, ich wollte natürlich hier... Ah, was habe ich getan? Das war keine Absicht, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir sie. Genau, die Texas-Klapperschlange ist das. Habe ich sogar erkannt. Einige der wenigen Schlangen, die ich erkennen würde. Leider auch kein Experte. Hier ist sogar noch... Ah, hier soll, glaube ich, noch Text oder so drauf, ne? Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Ich glaube, das ist auch noch nicht ganz fertig. Okay. Ja, so kann man das auch verstecken. Das ist halt so ein Stromerzeuger-Ding oder Wasserreinigungsding. Und man kann das sogar so einbauen, dass man nur diese Schaltfläche sozusagen sieht. Das finde ich eigentlich immer eine ganz schöne Lösung. Weil da gehen dann auch zum Beispiel die Techniker bei und reparieren das Ganze. Also wenn du hier zum Beispiel noch Holz rummachen würdest, das würde ja gehen. So, was haben wir hier? Noch ein paar Stände. Ja, hier mit den Wegen ist natürlich auch immer schwierig. Aber ich denke mal, das könntest du noch hinkriegen. Dass du diese komischen Sachen hier in der Wegfläche nicht hast. Weil das halt nicht so wichtig ist, weil es halt im Gebäude ist. Sieht man halt nur aus Besucherperspektive. Ich glaube, du hast hier noch richtig was geplant. Weil Tiere sind jetzt hier noch nicht viele gewesen, glaube ich, ne? So, nochmal ein Steg. Ja, scheint mir hier noch unfertig zu sein. Also die Seestadt ist wahrscheinlich der neueste Bereich oder so. Wie geht's denn hier hin? Oh, hier ist eine Fahrt. Oh mein Gott. Okay, Warteschlange ist eigentlich hier vorne. Also wir müssten hier eigentlich reingehen. Auch hier sehr schön gestaltet, ne? Die nice Idee. Auch immer hier schön die Strip-Sachen genommen. Und hier können wir Boot fahren. Oh mein Gott, wie cool. Ich will Boot fahren, Leute. Definitiv. Da bin ich sofort dabei. Ich möchte gerne eine Testfahrt machen, endlich. Schiffskamera. Es geht los. Einmal durch die Seestadt. Gibt es auch verschiedene Kameraperspektiven. Kinofest. Oh, okay. Es fährt auf Stützen auf jeden Fall. Sieht schon nice aus, ne? Wir bleiben an dieser Perspektive erstmal. Wobei, sind hier Tiere? Ne, das ist einfach nur so eine Insel, ne? Hier ist ein Gehege. Wir sind hier in einem Gehege. Das heißt, wir gehen mal in diese Sicht. Aber auch noch nicht richtig gestaltet, das Gehege, leider. Also hier fehlt noch einiges, das sieht man. Ist leider noch sehr flach. Was haben wir denn? Oh, Hippos, Nilpferde. Sieht man sie? Das Boot ist leider ein bisschen schnell. Die sollen ja auch richtig gefährlich sein. Ich glaube, die töten mehr Menschen im Jahr als irgendwie Löwen oder sowas. Wie schnell dieses Boot ist. Ah! Leute, es ist zu schnell. Da seht ihr die Hippos. Aber coole Idee, ne? Einmal mit so einem Boot durch so einen... Ist Hippo überhaupt richtig? Ja, ne? Heißt nicht diese Kinderdinger Happy Hippos? Diese Nilpferd-Dinger? Ich glaube schon. Auf jeden Fall eine nice Idee. Fällt mir richtig, richtig gut. Diese Fahrten finde ich aber allgemein cool. Nochmal in die Interessenperspektive. Was ist denn eine Interessenperspektive? Was heißt das denn? Ah, hier kann ich auch durchschalten. Das ist ja auch nice. Okay, cool. War auf jeden Fall eine nice Fahrt. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr cool. Ich bin aber auch noch nicht fertig mit der Seestadt. Hier seht ihr das Ganze nochmal von oben. Toller Wasserbereich hier. Hier außen hast du wahrscheinlich noch nicht richtig fertig gestaltet. Aber auch hier vielleicht noch ein paar Höhenunterschiede reinbringen, wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wenn du das Ganze so ein bisschen mehr in diesen Stil machst, hier sieht es schon sehr gut aus. Also diese Insel hast du sehr cool gestaltet. Sieht nice aus. Schön mit den Felsen, mit den Gräsern und so. Das sieht sehr, sehr nice aus. Vielleicht hier hinten noch so ein paar von diesen Gräsern hin, vielleicht ein paar Felsen. Dann sieht das Ganze schon gut aus, denke ich. Aber auch hier hast du zum Beispiel einen richtigen coolen Durchgang gemacht. Gefällt mir alles schon sehr, sehr gut. Und die Kamera überfordert mich. Wir schauen uns das Ganze mal eben kurz von oben an, Leute. Also hier ist das Happy Hippo Gehege. Oh, hier ist auch nochmal ein Bereich, wo wir gar nicht waren. Das ist halt echt schwierig, ne, alles so zu sehen. Boah, wie groß der Zoo ist. Okay, ich glaube, wir haben noch einiges zu erkunden. Hier in diesem Bereich waren wir gerade auch schon.
Da gab es leider nicht so viele Tiere, aber ich finde den Stil sehr, sehr cool. Vielleicht kannst du ja hier noch ein paar Tiere unterbringen. Was halt auch cool wäre, ist, wenn du zum Beispiel den ganzen Bereich als Gehege machst und dann vielleicht die Krokodile oder so rein. Ich weiß nicht, ob das zu krass gefährlich wäre, aber die Idee finde ich ganz cool. Vielleicht kann man ja auch andere Tiere nehmen, die nicht ganz so gefährlich sind. Hier ist auch noch der Tropica-Bereich. Also das war hier der Seestadtbereich, den haben wir jetzt sogar ganz durchlaufen einmal. Jetzt würde ich sagen, besuchen wir mal den Tropica-Bereich. Auch hier hast du wieder einen anderen Eingangsstil gemacht. Finde ich mega nice. Hier diesmal nicht so ein Durchgang, sondern den Namen an der Seite. Gucken, wie viele neue Zooarbeiter du hast, wenn ich mit deinem Zoo fertig bin. Digit Cam. So. Perfekt. Und dann gehen wir jetzt in den Tropica-Bereich. Auch sehr schöner Eingangsbereich. Und mir fällt jetzt schon auf, dieser Gebäudestil ist wundervoll. Sieht richtig gut aus. Richtig cool. Cooler Gebäudestil. Tolle Farben. Sehr viel Mühe gegeben, sieht man. Und auch hier hast du die Fenster sogar so eingebaut, dass man hier sogar so richtig reingucken kann. Das finde ich ja nice. Oh, ich hänge hier voll fest. What the hell is happening? Lass mich hier raus. Ich glaube, ich bin gerade aufs Dach geklettert, oder? Ich bin tatsächlich aufs Dach geklettert von dem Haus. Okay, dann gucken wir mal eben hier von hier oben runter. Das ist der Tropica-Bereich. Sieht schon sehr, sehr cool aus. Fehlen natürlich auch noch so ein oder andere Büsche. Aber das liegt einfach daran, dass du noch nicht fertig bist. Bin ich mir sehr sicher. Kommen wir jetzt hier wieder runter? Willst du mich jetzt verarschen? Das gibt's ja gar nicht. Tegelt Cam. Diesmal stelle ich aber keinen neuen ein, keine Sorge. So. Toller Gebäudestil. Und das mit den Fenstern ist immer nice, ne? Sieht halt wirklich dann realistisch aus, dass hier auch Leute drin sind und so. Den Staubsauger gesehen. Erinnert mich ein bisschen an den Teletubby-Staubsauger. Hast du so richtig schön hier gemacht mit dem Sand und so. Die Gebäude gefallen mir auch richtig gut. Das sind wahrscheinlich alles Mitarbeitergebäude, ne? Ja. Aber sieht echt cool aus, wenn man diese Fenster benutzt. Weil das dann halt richtig cool aussieht, so. Wenn man überall reingucken kann. Sehr interessant. So, gehen wir mal hier rechts rum. Hier ist auch wieder andere Läden gemacht vom Stil her. Hier haben wir sogar ein Tier. Hatten wir den nicht schon? Tausendfüßler oder was das war? Ja, den hatten wir schon gesehen. Brasilianischen Riesenläufer. Hamula. Das heißt wohl Hallo. Ah, kaputt. Hab mich schon gefragt, was das ist. So. Wir sind leider gar nicht so viele Gäste mehr unterwegs. Oh, hier ist ein begehbares Gehege. Oh, wie toll. Mal so würde die Tür auch aufgehen, aber für uns jetzt nicht. Flamingo-Gehege. Oh, wie viele das sind. Ich glaube, die vermehren sich auch ohne Ende. Finde ich ja auch cool, die Tiere, ne? Schau ich mal, wie die da alle essen. Oh, er kommt sogar zu uns. Na, du Kleiner. Ist das ein Weibchen oder ist das ein Jungtier? Eine gute Frage, ne? Könnten wir echt mal nachgucken. Okay, das ist ein Jungtier. Also werden die wahrscheinlich erst, wenn sie ausgewachsen sind, so schön rosa. Okay. Sehr, sehr tolle Tiere. Sind natürlich perfekt, um hier so ein Gehege zu machen, wo man durchlaufen kann. Ich glaube, die vermehren sich halt wirklich wie die Karnickel. Im letzten Zoo hatten wir ja richtig viele davon. Ist das hier ein Gesicht? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr hier auch ein Gesicht seht. Auge, Auge, Mund. Sieht so ein bisschen so aus. Scheint aber hier noch was geplant zu haben. Sieht so ein bisschen so aus, als wenn du hier noch einen Wasserfall bauen wolltest, aber der leider noch nicht ganz fertig war. Macht ja auch nichts. Ich glaube, du hast dein Zoo relativ schnell eingeschickt, damit du früh dran bist. Okay, das nochmal Mitarbeitereingang. Aber ich muss sagen, dein Zoo ist schon sehr, sehr weit. Also gibt hier sehr viel zu erkunden. Sonst würde das Ganze auch nicht so lange dauern. Infobereich. Wieder ein Tierchen. Das ist irgendein Salamander oder sowas. Solchen Tieren kenne ich mich ja gar nicht aus mit Reptilien, ne? Das ist immer sehr, sehr schwierig. Genau, hier haben wir eine Gila-Krustenechse. Habe ich schon mal gehört. Wo ist sie denn? Exi, wo bist du? Steckt sich wahrscheinlich hier irgendwo in den Felsen. Da ist er. Gefunden. Da. Schön getarnt. Gutes Muster hat Sam. Auch tolles Tier. So, nur so einen kleinen Essensbereich. Also man sieht schon, dass sein Zoo richtig Potenzial hat. Der wird später richtig nice aussehen. Da bekommt man richtig Lust, selber zu bauen, wenn man hier rumläuft. Okay, hier haben wir Tiger. Oh, ich bin fast runtergefallen.
Schauen wir doch mal hier aus Besucherperspektive. Ja, hinten ist auch noch nicht so ausgeschmückt. Wo sind denn die Tiger? Da. Da sind sie. Auch sehr cool. Leute, wollen wir uns mal trauen? Komm. Ah! Oh, ich kann gar nicht springen. Ich dachte, ich kann jetzt hier mit so einem coolen Jump da reinjumpen in das Gehege. Gehen wir mal kurz den Mitarbeiterweg rein. So, schnell, die Tür ist gerade offen. Schauen wir uns mal die Tiger an. Guten Abend, beziehungsweise Tag. Oh, wunderschön, die Tiere, ne? Ganz tolle Färbung. Nicht fressen. Ich schmecke nicht gut. Sah fast aus, als wenn er mit uns geredet hat. Meint ihr, der sieht uns? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke nicht. Machen die beiden? Oh, wie süß. Die haben sich doch gerade angeschleckt, oder? Ach, niedlich. Okay. Wollen wir die nicht weiter stören? Ich glaube, das war jetzt schon der Tropica-Bereich, wenn mich nicht alles täuscht. Gehen wir mal in die Außenperspektive, damit wir uns nicht verlaufen. So, den Tropenbereich hier haben wir auch abgearbeitet. Hier, das war der, wie ist der nochmal? Die Seestadt. Mega coole Idee, die wird wahrscheinlich auch noch größer werden. Dann gehen wir mal zurück. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch fehlt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich jetzt echt schon ein bisschen verlaufen. Hier hinten waren wir doch auch schon Afrika-mäßig unterwegs, oder nicht? Ja, hier waren wir schon. Ich glaube, wir müssen noch hier in diesen asiatischen Bereich und dann haben wir, glaube ich, alles. Wenn mich nicht alles täuscht. Also wir gehen mal hier lang. Ich werde sowieso, irgendwas werde ich leider übersehen. Das tut mir jetzt schon leid. Aber wir gehen mal hier weiter. Hier sind wir, glaube ich, noch nicht weitergegangen. Da läuft auch gerade ein Mitarbeiter. Das ist perfekt. Können wir den mal eben nehmen. Ticket Cam. So, perfekt. Machen wir das zu. Und dann laufen wir weiter. In Besucherperspektive natürlich. Und hier geht es dann zu den Bisons. Die haben wir auch vorhin schon gesehen. Hier haben wir dann mal einen besseren Ausguck. Sieht ein bisschen klein aus, ne? Für Bisons, muss ich sagen. Ja, aber simples Gehege. Jetzt auch so ein vorgefertigter Unterstand und sowas. Aber ist jetzt nicht verkehrt. So, weiter geht's. Nächstes Gehege. Was haben wir hier? Oh, das ist der Ganges Gavial, ne? Cool. Oh, hier sind Protestleute am Start. Ist auch so ein paar Besuchersachen gebaut, ein paar Läden. Und dann kann man von hier hinten runter gucken. Wie cool. Hier geht's auch noch rein. Fellamoop. Aus dem Weg, Leute. Ich will die Tierquälerei sehen. Oh, hier musst du auf jeden Fall ein Geländer noch hinmachen. Wenn du hier reinplumpst, dann ist es ganz schnell vorbei. Aber tolles Gehege. Sehr viel Wasser. Eine sehr schöne Sicht von hier oben. Und da sind die Ganges-Gavial. Die finde ich ja mega cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, warum die da am Meckern sind. Was hast du denn hier für eine Massenzucht? Da will ich aber jetzt gleich mal rein. Will ich mir von nahen angucken. Können wir reinspringen? Nein, leider nicht. Gucken wir mal, dass wir da reinkommen. Da sind mega viele kleine Tiere drin. Ist ja insane. Ja, hier geht es in den asiatischen Bereich. Deswegen wahrscheinlich auch die Ganges Gavial, ne? Die sind ja auch in Asien heimisch. Hier geht es sogar nochmal hoch. Wie es aussieht. Okay. Ah, du hast hier eine Unterwasser-Viewing-Area gemacht. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Übelst nice. Hier kann man die von unter Wasser angucken. Richtig cool. Coole Idee. Du kannst halt nach oben gehen oder nach hier unten. Richtig, richtig nice. Und dann sind hier auch noch Essensstände. Mega die Idee. Also hier sieht man dann leider nur die ganz unten. Bei anderen Tieren ist das ein bisschen besser teilweise, bei Hippos zum Beispiel, weil die halt auch gerne auf dem Grund vom Wasser chillen. Die Krokodile sind, glaube ich, immer relativ weit oben in der Oberfläche, weil die halt immer nach Beute schauen wahrscheinlich. Ich will da aber mal rein in das Gehege, muss ich sagen. Geh mal hier über den Mitarbeitereingang. Oh, das ist das falsches Gehege. Gucken, ob wir den finden auf die Schnelle. Der muss ja eigentlich irgendwo hier sein, oder? Mitarbeitereingang. Oder geht es hier rein? Hier geht's rein, ne? Richtiges? Ja. Hier sind wir im richtigen Gehege. Wundervoll. Hier sind die ganzen kleinen Babys. Boah, sind die nicht süß?
die aussehen. Schnappi, das kleine Krokodil. Ach, guck mal, wie viele hiervon sind. Auch in allen Größen. So Teenager, kleine Babys. Also hier ist wirklich alles am Start. Weil deswegen sind wahrscheinlich auch die Protestleute da. Hier sieht man den Ganges-Gavial jetzt nochmal wundervoll. Ein tolles Tier. War sehr viele spitze Zähne. Ich weiß gar nicht, ob der gefährlich ist für Menschen. Der auf Menschenjagd gehen würde. Weil das schon so aussieht, als wenn die relativ groß werden, wenn man jetzt hier den Menschen im Vergleich zu sieht. Also so ein Menschen könnte er auf jeden Fall ins Wasser ziehen. Ja, ja, okay. Kleine ist hier noch recht putzig. Sehr süß. Aber ist ja witzig, dass du so viele davon hast. Aber wir wollen weiter. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Und dann hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Und weiter geht die wilde Zootour. Jetzt geht es nämlich in den letzten Themenbereich, wenn ich keinen übersehen habe, nämlich Asien. Auch hier hast du wieder einen anderen Stil verwendet mit dem Eingangsschild. Finde ich sehr cool. Ist relativ simpel. Hast hier leider das Flackern, weil du die Steine ineinander platziert hast. Aber wie gesagt, kannst du ja mit dem kleinen Trick sehr gut lösen. So, das Gehege hatten wir auch vorhin schon von Weitem gesehen. Das sind diese Schildkröten. Wie heißen die denn nochmal genau? Galapagos? Riesenschildkröten oder so? Kann das sein? Galapagos, genau. Riesenschildkröte. So heißen die. Auch hier mit so riesigen Seerosen oder was das ist. Finde ich auch krass, ne? Groß die Dinger werden. Ein schönes Gehege, hast du gut gestaltet. Gefällt mir gut. Auch relativ groß für die Schildkröten. Oh, sind die nicht süß? Tolle Tiere. Die werden ja auch uralt, ne? Schildkröten. Ich glaube, die werden mehrere hundert Jahre alt. Beziehungsweise auf jeden Fall über 100 Jahre. Zumindest die meisten Arten. So, hier sind wir im asiatischen Bereich jetzt, so wie es aussieht. Und auch hier hast du wieder eigene Mitarbeitergebäude gebaut. Finde ich sehr cool. Toller Stil. Oh, hier geht's direkt zum Red Panda. Hier sieht man es auch unschwer. Auf geht's, Leute. Ab in den Red Panda-Bereich. Auch tolles Tier. Da ist er, der kleine Panda oder der rote Panda. Komm, kletter für uns, kleiner Racker. Den will er gerade nicht. Im Hintergrund sieht man auch schön die asiatischen Gebäude. Sehr, sehr nice. Also hast du dir schon viel Mühe gegeben. Das ist auch so ein Gang, der einmal komplett über das Gehege rüber geht, so wie es aussieht. Also das Gehege ist, glaube ich, auch noch auf dieser Seite. Oh, da klettert auch gerade einer. Ja, sieht man das ganz gut. Klettert er runter. Das finde ich auch mega cool im Planet, so dass die Tiere wirklich auch auf selbstgebauten Sachen so rumklettern können und so. Gefällt mir sehr gut. Mega coole Tiere. So. Eigentlich will ich zurückgehen, Leute. Weil ich mich einfach verlaufe. Weil wenn ich mich jetzt verlaufe, ist der letzte Bereich, den können wir dann auch von oben abchecken. Das sind auch noch so Werbetafeln. Interessant. So, hier geht es dann nochmal rein für die Mitarbeiter. Das interessiert uns soweit nicht. Hier hast du nochmal einen ganz tollen Eingangsbereich gebaut. Asien. Das ist wahrscheinlich, genau, hier kommt man von der anderen Seite in den asiatischen Bereich. Finde ich echt toll, dass du dir immer so viel Mühe gegeben hast mit den Eingangsbereichen. Aber ist ja auch essentiell, ne? Dein Zoo heißt ja auch Themenzoo. Und dann sind ja natürlich diese Themenbereiche und Eingänge ultra wichtig. Okay, hier wären wir vorhin rausgekommen. Das heißt, wir gehen mal hier in diese tolle Burg mit dieser tollen Maserung an der Seite. Echt schön aus. Über die Laternen, sogar so aufgehangen und sowas. Also da hast du dir schon ultra viel Mühe gegeben. Ist dann so eine kleine Fressmeile mit ganz vielen Läden. Ein paar Springbrunnen, Toiletten. Richtig toll gemacht. Und hier ist nochmal der ganze Mitarbeiterkram. Okay. Und dann geht's hier weiter. Was haben wir denn hier vorne? Hier asiatische Gebäude. Wo geht's denn hier hin? Auch wieder am anderen Eingangsbereich gebaut. Also hier hast du dir schon richtig viel Mühe gegeben, auch was die Bepflanzung angeht. Und hier sieht man sogar schon das erste Gehege. Wie cool ist das denn? Ich kann direkt von hier gucken. Hier sind Äffchen. Oh, die gerade miteinander sich irgendwelche Viecher aus dem Rücken holen. Das sind die Borneo-Uran-Utans. Uran-Utans sind cool. Die mag ich gerne. Coole Affen. Aber Affen sind allgemein mega interessant in Zoos. Gehen wir mal über diese tolle Brücke hier. Über das Uran-Utan-Gehege. So, hier sieht man es sogar nochmal. Da ist es ja auch so, dass die Männchen mega anders aussehen, wie bei den Gorillas. Frage ist nur, kriegen wir hier ein Männchen zu Gesicht? So, das hier sind Weibchen. Die Gorillas sehen dann mehr so aus, so ein bisschen
massiver und haben so ein ganz, ganz auffälliges Gesicht. Sehen wir leider gerade keins. Das will ich euch zeigen. Aber ihr wisst das sowieso besser als ich. Ich kenne euch doch. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Finde ich aber cool, dass man hier so rübergehen kann. Und auch der Stil und sowas. Also da hast du dir echt Mühe gegeben. Das ist gar nicht so einfach, das vernünftig mit den Wegen hier hinzubekommen. Das sieht man hier auch. Also hier ist es nicht ganz perfekt. Aber du hast das schon sehr, sehr gut gelöst. So, hier geht's auch. Es ist ein richtiger Rundgang hier. Das ist echt insane. Und auch schon wieder Läden. Also das hier wirklich dir so viel Mühe gegeben und an alles gedacht. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Schauen uns das Ganze gleich nochmal von oben an. Ich glaube, dann sehen wir das ein bisschen besser. So. Ja, Männchen sehe ich leider gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob eins vorhanden ist. Ist da ein Männchen? Ne, ist auch ein Weibchen. Der frisst da gerade irgendwas. Niedlich. Aber der asiatische Bereich sieht immer schön aus, weil es da viele Deko-Sachen gibt. Oh, hier hast du dir auch so ein bisschen was einfallen lassen, was Deko angeht. Auch nice. Aus wie so eine verlassene Ruine oder sowas. Cool. Coole Idee. Das sind so kleine Details. Steckt aber überall Arbeit drin. Wo kommen wir denn hier hin? Ach, das sind diese asiatischen Bären. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Können wir gleich sehen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Bären. Taiwanischer. Achso, taiwanischer Schwarzbär, genau. Aber es gibt auch noch andere, glaube ich, ne? Jasminbär oder so. Sind die nicht auch asiatisch? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene Bärenarten in Planet Zoo. Auch tolles Gehege, schön gestaltet. Gefällt mir. Wollen wir uns mal reintrauen? Was meint ihr? Ja, komm. Gott, kommen wir wieder hoch? Ja, perfekt. Die sind ja auch winzig, die Dinger. Ich weiß nicht, ob das hier ein Jungtier ist oder nicht. Sind ausgewachsen. 14 Jahre so alt. Also 19 Jahre. Die sind ja nicht so groß. Also dafür braucht man gar nicht so viel Angst haben, glaube ich. Ja, das ist ein Baby. Oh mein Gott, ist der süß. Der ist ja ultra winzig. Oh, toll. Hier ist doch so eine richtig coole Höhle gebaut. Können die hier denn rein? Ich denke mal schon, ne? Die sind auf jeden Fall Ködel. Lassen darauf schließen, dass sie da reingehen können. Ja, tolles Gehege, hast du schön gestaltet. Sind auch coole Tiere, fanden wir gut. Oh, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Egal, Leute, wir gehen jetzt mal in die Perspektive von oben. Das kann ja soweit nicht schaden. Also hier ist der asiatische Bereich, wo wir jetzt gerade waren. Hier haben wir die kleinen Pandas gesehen. Hier haben wir diese Fressmeile gesehen. Hier sind die Orang-Utans. Also ihr seht das schon, ne? Schon ein sehr toller Stil, den du hier machst. Man sieht schon, wo das Ganze hinführen soll. Ist wahrscheinlich noch nicht alles fertig. Hier werden wahrscheinlich noch so ein bisschen aufwendigere Gebäude kommen oder so. Aber das, ich bin mir sicher, dass das richtig cool werden wird. Also wirklich, das Gehege hast du dir richtig viel Mühe gegeben. Wenn ihr mal schaut, mit diesen ganzen Unterständen und Klettermöglichkeiten. Sieht schon nice aus. Ist das ein Männchen? Kein Männchen. Wollen wir mal kurz schauen. Ein Männchen finden. Da ist ein Männchen, oder? Boah, guck mal, wie viele Objekte das sind. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit du investiert hast. Da ist ein Männchen, Leute. Ist sogar schon, sterilisiert oder kastriert. Wie coolen Bart der auch hat. Ich glaube, in Planet Zoo ist es ja sogar so, dass jedes Tier so ein bisschen unterschiedlich immer ist von der Optik, ne? Ist das nicht so? Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Cool, der trinkt. Ich hätte jetzt gedacht, der trinkt mit seinen Händen so ein bisschen. Aber dass er hier runter geht. Interessant. Tolles Tier. Richtig cool. Immer in diese Sicht hier. Die sehen auch sehr friedlich aus, muss ich sagen. Also Gorillas dagegen sehen viel, viel böser aus. Ich finde, die haben was sehr Friedliches an sich, wenn man denen so ins Gesicht guckt, oder? Der sieht aus wie so ein friedlicher, alter, weiser Mann, der niemandem was zu Leibe tun könnte. Oder zu Leide tun könnte. Finde ich so ein bisschen. So, hier hatten wir die Schwarzbären. Und hier waren die Ganges-Gavial. Also ich glaube, wir haben soweit alles gesehen. Also es war wirklich cool. Richtig toller Zoo. Und ich bin mir sicher, wenn du den mir nochmal einschicken wirst, irgendwann, dass der wirklich insane werden wird. Also ich freue mich darauf. Bau gerne weiter. Vielleicht kannst du ja den ein oder anderen Ratschlag von mir noch umsetzen. Vielleicht hast du ja auch noch selber ein paar Ideen bekommen, als wenn du dir hier das Video anguckst. Ansonsten würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet. Das war der Themenzoo von Cody. Und ich persönlich fand ihn sehr, sehr cool. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür. Falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich auch über ein Like freuen. Schreibt es auch in die Kommentare, wie ihr euch gefallen hat. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Diese Zoo-Tour hat echt Spaß gemacht. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.